Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und es geht los. Die Liga geht los, Leute. Also erste Liga 2023. Ich bin beim Clan Free-to-Play, aber ich springe auch rüber zu den Herausforderungen, denn ich möchte ganz gerne heute noch was live aufgenommen haben. Wenn wir heute nichts mehr live aufnehmen, kann ich euch sagen, greife ich halt live an. Denn ich bin auch selber mit dem Donnerbengel, mit dem Beckensheriff und auch... Ja, mit sonst keinem mehr. Sonst habe ich nur noch kleine Accounts. Ihr seht es hier. Wir sind auch beim Clan Free-to-Play extremst gewachsen. Haben unten nur noch 2 Elfer. Also schon mal so ein bisschen Vorausschau für die nächsten Ligen. Und das ist natürlich wirklich sehr, sehr krass, muss ich sagen. Aber wir schauen mal, dass ich, ja, wie gesagt, entweder bekomme ich was live rein oder aber ich kann auch in den Clan Herausforderer direkt reinspringen von dem Tablet hier. Ich habe es unten auf dem Tablet drüber oder drauf. Hab zwar nicht alle Accounts hier auf dem hier, aber auf dem unten. Und ich kann in jedem Fall tauschen, dass wir was live sehen hier von den Herausforderern oder von Free-to-Play. Ich bin mal gespannt. Ansonsten seht ihr 2 Angriffe einfach am Ende von mir, ne? 2 Fails oder auch nicht. Mal gucken. Liga ist Liga, Leute. Ein Angriff zählt. Ich hoffe, ihr seid gut in die Liga gestartet. Habt nicht so ein arges Mismatching. Bei uns sah das ja noch ganz gut aus, glaube ich, jetzt gerade. Und auch beim Clan Herausforderer passt das wunderbar. Muss ich sagen, wir sind ja nicht nur 15er, sondern auch 14er, 13er und 15er. Und das Gefüge passt sehr, sehr gut. Ich bin echt mal gespannt. In beiden Clans spielen wir übrigens auch gegen einen deutschen Clan. Auch das kommt in dieser Woche nochmal ganz besonders rüber. Aber jetzt warte ich erstmal ab, dass hier jemand angreift, außer ich. Denn ich möchte mal wieder ein bisschen gerne was live aufnehmen. Ja, da will ich was live zeigen und verpasse gleich den ersten Angriff. Fängt echt gut an, Leute. Aber egal, der Angriff war jetzt vor 1-2 Minuten und das lasse ich mal noch so als live durchgehen. Der Samuel hier. 203 gegen den Crusher. Die MCK Boys, das ist noch nicht der deutsche Clan, den ich euch benannt habe. Aber gerade gegen deutsche Clans möchte man, oder gegen gleichsprachige Clans, möchte man natürlich immer so ein bisschen, ich nenne es mal so, glänzen, um möglichst zu gewinnen. Ist aber gar nicht mal so einfach. Und er kommt hier mit den E-Drachen. E-Drachen sind eigentlich immer eine gute Strategie im Rathaus 11 und 12 Bereich und 13 auch, denke ich, und 14 auch. Und wenn nicht sogar 15. Für 2 ganz nette Sterne mit vielen Prozenten. Gucke mal, was er auch noch in der CB hatte, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das war ein Zeppelin. Und okay, der Feger gibt ihm, ich will nicht sagen den Rest, aber schön gesehen hier Multi-Infernos. Allerdings, das ist auch eigentlich ist auch eine Schmutzbase hier. Denn dieses alte, uralte Quadrat-Design hier, das kann man irgendwie anders knacken mit Bodentruppen, mit Queen Charge, Queen Walk vorweg. Und nicht unbedingt so, aber. Ist alles nicht so schlimm, Leute. Wir spielen hier Liga. Wir wollen hier unseren Spaß haben. Ihr sollt euren Spaß haben. Ich möchte meinen Spaß haben. Und habe jetzt den ersten Angriff zwar ein bisschen verpennt, aber es gibt ja noch mehr Angriffe. So, jetzt kriege ich aber den ersten live rein hier. Den Mickey hier. Ne, den Niki. Den Nick. Also das ist Rathaus 12 auf 13, würde ich mal so sagen. Denn die Devise ist hier, wo wir oben ein paar Sterne mehr holen können. Aber hier im Clan Free-to-Play haben wir eher so ein bisschen den Mix gegenüber anzugreifen. Denn das ist schon schwer genug teilweise. Und wenn wir denn 2 Sterne hier holen, optimal, ehrlich kann ich euch sagen, 30 Sterne hier im 15er CW ist immer so ein kleines Träumchen. Aber wir haben halt auch oftmals ein paar Einer dabei. Und dann wird es auch schnell mal so ein bisschen schwieriger. Ich muss mal eben was machen. So. Oh shit, das war es gar nicht. Heute geht aber einiges daneben und der Angriff hier, der wird mal super, super eng hier. Die Hexen schaffen aber das Rathaus, 2 Sterne sind in jedem Fall da drin. Und noch ein Wutzauber. Oh, 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 oh. Wo gehen noch 4%? Wut.
Nimm den Wut. Er nimmt ihn nicht. So, da habe ich gleich den nächsten, den Sarius. Ich frage mich jetzt gerade, wo der eigentlich die Truppen her hat, denn er war eben noch gar nicht fertig. Und der versucht sich ja in der Nummer 1. Also der Plan hier, dass wir mit den unteren Rathäusern oben 2 holen und mit den oberen Rathäusern unten 3, der geht nicht immer ganz auf. Ihr habt es jetzt gerade eben gesehen, im Clan Free-to-Play geht auch kein Hit-Up auf, denn der Nick war erst ein Rathaus 12er gegen einen 13er, spielt allerdings irgendwo in Titan. Da muss man auch sicherlich mal gegen den einen oder anderen 13er dran. 36%. Mal sehen, ob er hier mit dem Flamefinger das Rathaus bekommt. Sollte er aber bekommen. Denn ich habe gesehen, die unterste Clanburg war nur leer. Die unterste Clanburg war nur leer. Er hat jetzt aber noch ein paar Helden. Ich frage mich, wofür nutzt er eigentlich seine Helden noch? Ah, jetzt kommst du mit rein. Okay, jetzt kommst du mit rein. Er vertraut der Zeit nicht mehr. 25 Sekunden noch. 42%. Da muss jetzt noch ein bisschen was gehen für den zweiten Stern. 4%, 18 Sekunden. 3%, 48. Irgendwo muss noch eine Zündung sein und ein Fries. 50 hat er drin. Okay, so stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das vor. Aber ihr seht, es ist bockschwer. Er hat es sich getraut. Und das verschafft mir, ich bin die Nummer 1, so ein bisschen Luft. Ich könnte jetzt, also er war die Nummer 14, ich bin die Nummer 1. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich greife die Nummer 14 an als Nummer 1. Ja, und das sieht schon mehr nach 3 Sternen für mich aus. Wenn ich auch nicht jeden 14er hier 3er, der hat sogar Clanburg, der untere hier nicht. Und aber dennoch glaube ich, dass wir hier ein bisschen was ausrichten können. Aus welcher Richtung auch immer. Ich glaube, ich habe gestern so ein ähnliches Ding gemacht hier. Teilweise sogar, ich glaube sogar mit dem Hybrid hat das gut funktioniert. Obwohl hier meine Heiler weggepustet werden. Vielleicht sollten wir doch irgendwo so ein Sui starten oder sowas. Ist unter Umständen sinnvoller, als irgendwas mit Heiler zu probieren. Oder aber wir kommen von der Seite hier des Adlers. Da haben wir auch nicht so viel Beschuss. Ja, gehen hier Richtung Adler. Und haben die Clanburg dann halt am Ende. Das muss man dann sehen, wie das passt. Aber so kann ich mir das vorstellen. Das sind jetzt auch, der ist auf Boden, Luft, Luft. Vielleicht kann man es auch mal ein bisschen anders machen irgendwie. Denn die Feger stehen ja Richtung Rathaus. Das wäre auch schönes, was für Drachenreiter, ne? Ja, mal gucken. Könnt ihr mir mal in den Kommentaren reinschreiben, was ich da machen könnte. Auf zum nächsten Angriff. Eieieiei, habe ich jemanden verpasst? Ja, ich habe den Gegner mal verpasst, nämlich auf mich. Also das ist im Moment meine aktuelle Base, die braucht ihr nicht kopieren, die ist irgendwo geklaut, gekauft. Und mal sehen, was sich der Gegner hier gegen meine Base sich hat einfallen lassen. Ein Stern ist sicherlich immer zu kriegen, dadurch, dass das Rathaus natürlich recht recht außen steht, aber der Monolith gibt jetzt einiges hier. Okay, Queen ist weg, okay. Ja, vielleicht wird es dann eine Def 25%. Mal sehen, ob man die bei mir noch holen kann. Aber es ist auch die Nummer 8, also auch da haben wir einen kleinen Dip. Und ich denke mal, die Gegner gehen mittlerweile so voran. Ich glaube, wir müssen diesen Weg auch so ein bisschen gehen. Unten machen oben gute 2, oben machen unten gute 3. Ist aber auch manchmal nicht ganz so einfach. Mal sehen, ob er sich hier oder wie sich mein Kollege schlägt. 40, ja, das werden ja in jedem Fall 2 Sterne. Ganz easy peasy, würde ich sagen. Auch wenn er am Anfang die Queen verloren hat. Wenn auch mit ein bisschen wenig Prozente, aber obwohl, so schlecht sind die Prozente gar nicht, ne? So schlecht sind die Prozente gar nicht. Ist ein 14er. Der kommt sogar ganz schön weit. Ich glaube nicht, dass er bis irgendwo noch weiter kommt. Richtung knappe 3 Sterne, das glaube ich jetzt nicht, muss ich sagen. Dafür ist die Base jetzt schon so ein bisschen zu hart erprobt. Also ich habe sie jetzt schon mal im Clankrieg genommen gehabt und da hat die auch immer 2 Sterne kassiert und nie im hohen Profilbereich, also oder im Prozentebereich, nie so im 80, 90er Prozentebereich, sondern eher da, wo er jetzt auch landet hier. Und also unter 70, hat noch 2 Mauerbrecher, die brauchen wir nicht mehr setzen. Okay, ich warte jetzt noch einen Angriff ab, mal sehen. Es hatte sich hier noch der Sparkling angemeldet für oben auch. Und im Clan Herausforderer.
tut sich noch nichts. Vielleicht greife ich da gleich an. Ich kann mir vorstellen, dass ich da gleich noch live mit euch einen Angriff mache, also so zum Abschluss. Dann habt ihr auch mal wieder ein bisschen längeres Video, denn ich habe jetzt die letzten beiden Tage ja ganz, ganz kurze Dinger gemacht. Die hatten noch nicht mal Werbung, cool, ne? Aber erstmal so ein bisschen zum Reinkommen hier, so ein bisschen in das Jahr. Und die meisten Sachen seht ihr bei mir natürlich im Livestream oder hier gegen den Billy. Okay, mal sehen. Ich bin ja froh um jede Def hier, die wir hier fahren. Auch wenn ich sagen muss und auch meine Mods, wir sind immer froh, wenn die Woche wieder vorbei ist. Letzte K-Woche ist zwar immer nur ein Angriff pro Tag, aber kann auch anstrengend sein. Irgendeiner verbaselt seinen Angriff, vergisst seinen Angriff oder setzt ihn so richtig in den Sand, was ich ja manchmal auch ganz gern mache. Und er hier kommt auf jeden Fall Richtung Rathaus mit den Elektrodrachen. 27%, die sind aber noch nicht ganz durch da in der Mitte. Also das Rathaus hält noch. Und das hat auch noch richtig Trefferpunkte. Er nimmt nochmal einen letzten Wut. Das wird aber leider nicht reichen. Okay. Roll Champion und der Warden müssen es richten. Erstmal für den 1% hier oder für den 1 Stern hier. Oh, das wird knapp, Leute. Ich muss mal eben abhusten. Ist das unsere erste Def hier? 49, 50. Ah, schade. Schade. Der Angriff war scheiße, muss ich sagen. Ärgerlich. 5 auf 5, 14 auf 14. Und, 14 auf 15. Billy ist auch schon 15. Aber was geht denn an mir hier vorbei? Okay. Billy ist auch schon 15. 52%. Und jetzt kommt er da noch mit. Was hat er denn da noch damit mit dabei? Wo kommt das denn her? Ach, aus der Clanburg, okay. Aber ich glaube, das bringt es dann auch nicht mehr. Da wird er kein Prozent mehr mit scheffeln können. Die haben mal eben 0% gemacht. Also fast eine Def hier. Wenig Prozente gegen uns. Aber ich warte immer noch auf den Sparkling. Der hatte sich noch angekündigt hier. Ach so, das war sogar ein 15er, okay. Das war sogar ein 15er auf den Billy. Billy. Ah ja, 15. Achter. Der Achter war es, okay. Naja, ich warte immer noch auf Billy. Mal sehen, ob wir noch was reinkriegen. Wenn nicht, wie gesagt, mache ich noch einen Angriff bei Free-to-Play mit dem Donnerbengel. Glaube ich. Ein Film muss sein. So, ganz abseits irgendwelche Aufnahmen. 12 auf 12 hier. 14 auf 15 müsste das sein. Denn wir haben unten nicht so weit 15er. Mal sehen, wie sich der Leon hier schlägt. Oh, mit dem Lalo, okay. Ja, alles klar. Kriegt das Rathaus? Jo, Rathaus fällt, okay. Damit sind die ersten Prozente drin. Und ja, das finde ich schon mal sehr, sehr stabil. Jetzt müssen natürlich die restlichen Prozente hier reinkommen. Und gegen die Monolithen in dem Tower hier, in dem Kampfturm mit Wut gar nicht mal so einfach. 34% erst. Das ist echt wenig. Und das ist das, wovon ich eben gesprochen habe. Wenn wir schon so angreifen und müssen Hit upen, also 14 auf 15, dann müssen das irgendwo Zweige sein. Die kann man sich auch rauskummeln, ja. Aber ich glaube, so wird das sehr, sehr schwer. Er hat noch drei Headhunter. Ich frage mich gerade, wofür. Oder er hat sie nicht genommen. Und auch noch ein bisschen Unsichtbarkeitszauber. 46%. Aber da ist noch ein Adler, der da lebt. 48. Oh, das wird knapp. 49. Okay, 50. Oh. Hei. Meine Herren. Okay, ich kann mir vorstellen, das kann man auch einfacher machen. Jetzt echt mit dem Lalo. Ich würde es echt nicht machen. Okay, wir haben gekreuzte Schwerter hier. Auf welcher Seite? Auf der Seite vom Achilles. Also Achilles kriegt Lack. Ich zeige natürlich jetzt eure Bases hier. Wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr mir das kurz in den Kommentaren schreiben oder im Livestream sagen, denn die meisten hier von Herausforderer oder auf Free-to-Play oder auch einige kennen mich aus den Videos oder auch aus den Livestreams. Wenn ihr das nicht mögt,
dann sagt mir rechtzeitig Bescheid, dann bete ich eure Bases natürlich nicht und weiß dann Bescheid und überspringe das dann einfach. Ansonsten nehme ich natürlich ganz gerne live mit, was live ist, und das ist jetzt gerade live. Ich wünsche mir natürlich eine Live-Defensive, wäre richtig, richtig schick. Denn wir haben unten ja, obwohl wir haben noch keinen Stern verloren, wir haben bisher jetzt immer 2-2 gemacht auch im Clan. Im anderen Clan ist es das leider noch nicht gelungen. Jetzt gucke ich mal unten. Jetzt sag nicht, der Sparkling live greift halt an. Ich hab hier wirklich alle Register gezogen, um hier was live reinzukriegen. Okay. Ah, es ist der Sparkling, oder? Ja, das ist mein Mod. Das ist mein Mod, den muss ich aufnehmen. Ich reiche euch dann gleich das Ergebnis rein. Ich bin mal echt, echt gespannt, denn die haben eben unheimlich lange über diesen Angriff hier diskutiert. Was kann man machen? Wie kann man was machen? Sparkling ist hier in Rathaus 13 auf Rathaus 15 in Ausbaustufe 3. Okay. Und da gucken wir mal, wie man das macht hier, wie er den Funnel hinbekommt und wie er vor allen Dingen sich das Rathaus schnappen will. Aber ich habe den Plan so verstanden, mit den E-Drachen, mit den Loons erstmal hier unten alles wegmachen. Da muss nicht unbedingt das Rathaus fallen, denn er wollte den Flamefinger da setzen. Wo hat er den eigentlich gesetzt, den Flamefinger? Ah, hier unten hat er den gesetzt, für ein paar Prozente. Okay, da kommt ja kein Mensch hin so weit. Ja? Da kommt ja kein Mensch hin so weit mit 2%. Aber mal sehen, wo er mit den beiden Prozenten hier landet. Der Monolith macht nicht mehr ganz so viel Schaden. Unten ist der Flamefinger auf jeden Fall noch am Start. 37%. Naja, okay. Ich glaube, Schuster, wir bleiben bei unseren Rappen. Ich glaube, wir bleiben doch dabei. Wir machen die Angriffe auf unser Gegenüber. Denn Hit-Uppen, glaube ich, in den Bereichen hier wird nicht so gut funktionieren. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Noch ist ein bisschen was da, aber bis zu den 50% ist auch noch ein sehr, sehr weiter Weg. 48, 49. Da müsste jetzt noch was fallen. Sparkling, du alter Lacker. Hätte ich jetzt im Livestream auch so gesagt. Ich hätte mich jetzt weggerollt im Livestream und hätte gesagt, Sparkling, du alter Lacker. Okay, Leute. 15 auf die Nummer 2. Hat funktioniert. Das heißt, wir können auch uns die Nummer 15 vornehmen. Von den oberen hier. Um gute 3 Sterne zu machen. Und das sehe ich eher so ein bisschen zuversichtlicher. Aber ich gehe jetzt mal auf das andere Dorf. Ich gehe jetzt mal auf den Donnerbengel. Und dann machen wir einen Live-Angriff. Ich gucke mal, ob ich da fertig bin, aber ich denke mal, ich bin da fertig. Okay, Leute, ich bin immer noch am Lachen über Sparkling, aber hat er gut gemacht, muss man sagen, und so kann man es natürlich machen. Aber ich gehe jetzt hier auch rein mit dem Donnerbengel, 7 gegen 7, habe ich ja gesagt, hier im kleinen Free-to-Play, da spielen wir so ein bisschen gegenüber. Und ich gucke mal, dass wir hier eigentlich, ich würde ganz gern tatsächlich von hier, ich schaue mal, 1, 2, 3, ja, ich schaue mal. Ich glaube, wir können ganz gut von hier einen Warden Walk machen. Ich weiß, Warden Walk, Rathaus 12, das ist jetzt nicht so euer Ding, meins auch nicht. Aber wir gucken mal, ob das nicht doch irgendwo funktioniert. Und schauen wir mal. Ich habe jetzt gar nicht, ich hab gar nichts, dass der Warden so ein bisschen weiter hier hingeht. In die Richtung, wo ich eigentlich gleich hin will. Denn ich würde natürlich ganz gerne in dieses Rathaus hier so reingehen, dass der Warden mir folgt. Ja, okay, wir können den Single erstmal stehen lassen. Das ist in Ordnung. Wir nehmen hier die Karre, nehmen hier oben den King. Und ich würde sagen, wir nehmen ihn hier auch. Einmal den. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal sehen, ob die Maubrecher durchkommen. Ich denke mal nicht. Kommen sie auch nicht. Okay, dann nehmen wir noch zweimal da. Zweimal hier. Eine Queen. 1, 2. Und gehen hier rein. Ins Geschehen. Gegen das Rathaus hier. Mal sehen, wann die Clanburg so kommt. Ich zünde den Queen, den King jetzt mal relativ früh. So muss ich mal eben sagen. Und würde hier... Oh, was habe ich denn eigentlich? Habe ich jetzt irgendwas vergessen hier?
Sag mal, habe ich jetzt irgendwas vergessen hier gerade? Ich glaube, ich habe gerade die falsche Armee dabei gehabt. Ich habe gedacht, ich hätte eine Armee mit Fledermaus-Zauber dabei. Okay, habe ich die auf einem anderen Account oder was? Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Aber okay, ich habe ganz stabile 2 Sterne geholt. 12 auf 12 ist ja in Ordnung. Da müssen wir nicht dreiern. Aber ich habe eigentlich gedacht, ich habe eine Fledermaus-Armee dabei und nicht diese Armee. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Wir können aber noch zünden hier. Wir gucken mal. Da. Dann nehmen wir die beiden nochmal hier in Gift. Beziehungsweise nicht in Gift, sondern in Fries. Naja, ich meine, das war jetzt gerade mein Saisonauftakt hier beim Clan Free-to-Play. Beim Clan Herausforderer muss ich mal gucken, wie wir da weiter vorgehen. Ich muss da auch mit dem 14 auf 15 Hit haben, aber erstmal hier ja 2 Sterne gemacht. Ärgerlich hier oben vom Nick 47%. Und dann haben wir hier 2 von Donnerbengel. Also wenn es 30 Sterne werden hier, sind wir ja schon eigentlich gut zufrieden und sind dann auch gut im Rennen hier. So muss man sagen. Also gebt euch ein bisschen Mühe, dass wir hier möglichst safe irgendwo die Sterne holen. Aber ich wundere mich jetzt gerade, warum ich diese Armee hier mit habe. Und ich glaube, ich habe mit dem Beckensheriff die andere Armee, oder? Mal eben schauen. Bin ich zu laut? Was? Nee, ich bin am Aufnehmen. Okay, ich hatte mit dem Bankensheriff die Strategie, alles klar. Okay, Leute, dann ist das für mich auch heute gewesen. Ich war jetzt auch lange genug da. Wir haben fast 23 Uhr. Also ich habe ein bisschen gewartet, aber ich habe mal wieder ein bisschen was live mit euch gemacht. Ich hoffe, das hat euch ganz gut gefallen. Erster Ligatag hier. Ich kann nicht jeden Ligatag mit euch festhalten im Video. Dann müsst ihr bei mir in die Livestream kommen, also mittwochs. Oder auch Freitag, Samstag, Sonntag. Samstag, Sonntag mache ich keine Videos und das wisst ihr auch mittlerweile. Dann sehen wir uns hier mit weiteren Sachen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ein bisschen live, ein bisschen semi-live. Hat jetzt echt gedauert. Ich schneide den Krempel jetzt zusammen. Bis dahin, euer Toto. Clasht. Was hast du?